3, 2, 1. Herzlich willkommen, liebe Grandios-Freunde. Ich darf Sie heute aus München begrüßen und hier mit Rebecca Staudinger über das Thema Frieden sprechen. Rebecca, du bist Psychologin, Autorin, Predigerin und du hast vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem zugegeben etwas irritierenden Titel Ruhe in Frieden, bevor du stirbst. Das hängt mit deiner Geschichte zusammen, weil du im Alter von schon 7 Jahren an einer sehr schweren Form von Morbus Crohn erkrankt bist und 14 Jahre nicht nur gegen diese Krankheit gekämpft hast, sondern in manchen Situationen tatsächlich auch ums Überleben. Und dank einer Stammzellentransplantation darfst du jetzt weitgehend ein normales Leben führen und trotzdem, glaube ich, ein Leben, was ganz anders ist, als wenn du diese Krankheit nie gehabt hättest. Mhm. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und dass du deine Geschichte und alles, was sie dich über das Thema Frieden gelehrt hat, mit uns teilst. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Liebe Rebecca, die meisten von uns können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was es bedeutet, mit Morbus Crohn oder allgemein mit einer schweren Darmerkrankung zu leben. Mhm. Kannst du uns ein bisschen in den Alltag, so wenn man das so bezeichnen kann, dieser Zeit, dieser ja insgesamt doch 14 Jahre mit hineinnehmen, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können? Ja. Also ich glaube, Alltag ist so ein bisschen schwierig, aber wenn ich so Sachen betonen oder hervorheben müsste, die schon den Alltag viel geprägt haben, dann war das schon einerseits diese starken Bauchschmerzen, die ich hatte. Später war es dann so, dass ich auch Morbus Crohn in der Speiseröhre hatte. Das heißt, ich hatte dann auch Beschwerden und Schmerzen beim Schlucken und beim Essen. Also das hat so seinen Verlauf immer wieder genommen. Da hat sich der Alltag natürlich ein bisschen verändert in dem Sinne. Ich war auch stark untergewichtig. Ich weiß auch noch, dass ich da in der Schule schon die ein oder anderen Kommentare hatte, die ich einerseits verstehen konnte, weil ich auch wusste, okay, vor allem Leute im Teenie-Alter, so, die vergleichen sich vielleicht auch eher. Und da weiß ich auch noch, dass eine Freundin sogar irgendwann mal zu mir gesagt hat, hey Rebecca, eigentlich wünschte ich, ich hätte auch diese Krankheit, weil das ist ja voll gut, dass man dann ein bisschen dünner ist. Und das hat natürlich was mit meinem Herzen gemacht, aber ich wusste auch, das kam aus dem Schmerz von ihrem Herzen, ihrem Vergleich mit ihrem Körper auch. Also es hat schon auch im Miteinander mit Menschen einfach viel geprägt. Ich hatte auch ein eingeschränktes soziales Leben. Also ich konnte nicht meine Kindheits- und Jugendjahre wie andere Teenies verbringen, sondern hatte oft auch so starke Toilettendränge, wodurch ich dann in der S-Bahn zum Beispiel nicht mal stehen konnte. Und einfach auch wenn ich aufs Klo musste, dann war das jetzt und nicht erst in ein paar Minuten. Da gab es dann auch den einen oder anderen unangenehmen Vorfall. Also da war auch der Alltag einfach von geprägt, wo meine Eltern dann irgendwann auch gesagt haben, okay, wir fahren dich in die Schule. Und ich hatte auch insgesamt einfach eine ganz andere Ernährung. Also ich weiß auch, meine Mama hat da recht früh sich einfach informiert, wie kann man mit dieser Erkrankung gut umgehen. Das heißt, ich hatte auch gewisse Lebensmittel, die ich gar nicht essen durfte, die jetzt für andere Kinder vielleicht normal waren. Müsli, Milch, Schokolade, so solche Sachen. In dem Alter. Genau. Und auch so ein Jahr, wo ich dann zum Beispiel eine Sonderernährung hatte und gar nichts essen durfte. Genau, und auch durch die vielen Toilettengänge, also ich musste bis zu 10-mal am Tag aufs Klo oft, war es dann in der Schule so, dass ich mich da auch gar nicht mehr melden musste. Hatte eine Zeit dann auch Blut im Stuhl, wodurch eine Freundin mitgehen durfte auf die Toilette, weil ich dann Zeiten hatte, wo ich auch durch den starken Blutverlust ohnmächtig geworden bin. Also ich würde sagen, die Symptome haben immer wieder variiert, aber das, was mir jetzt im Nachhinein vor allem klar war, war, dass ich echt mehr überlebt habe, als ich eigentlich gelebt habe. Und dass es jetzt gar nicht vergleichbar ist mit dem, was ich damals erlebt habe. Genau.